Es tut mir so leid, mein Sohn. Ich bin frei und kann alles wieder gut machen. Aber ich wollte es nicht. Als du geboren wurdest, hätte ich nie gedacht, dass es so enden würde. Vielleicht ist dies die Strafe für meine Taten. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zusammen verbringen können. Was du für diese Welt getan hast, wird nie in Vergessenheit geraten. Ich liebe dich. Schrottkönig. Oh, es sind echte Menschen. Ja, mit den Credits, wie immer, lasse ich euch ein bisschen allein und dann sage ich ein bisschen was, nachdem wir die Credits gesehen haben. Bis gleich. Ja, und da sind wir nochmal in der Welt von Poncho. Ich bin der kleine Poncho hier. Hallo, ich bin die Zementente, ihr wisst ja, wer ich bin. Wer jetzt das Video zu Ende gesehen hat, wird gemerkt haben, ich habe es ein bisschen anders gemacht, als ich es im Video selber sage. Das liegt daran, dass ich in der Post-Production mir überlegt habe, dass es eigentlich viel toller ist, wenn ihr euch nicht beide Enden angucken müsst, sozusagen, weil ich zwei Folgen gemacht habe, sondern wenn ihr die Möglichkeit habt, euch zum Beispiel nur für ein Ende zu entscheiden.
Ich habe auch dann hoffentlich im zweiten Durchlauf das Ende nicht irgendwie großartig für euch gespoilert. Und hier habe ich noch einen Roboter gefunden. Den machen wir kurz frei. Und jetzt werde ich hier ein Fazit machen. Danke, Werder, ja, ich werde zum Schrottplatz zurückkehren. Ja, mach das mal. Ich werde hier versuchen, mein Fazit zu dem Spiel zu ziehen und versuche dabei aber spoilerfrei zu bleiben. Für diejenigen, die nur eines der beiden Enden sozusagen gesehen haben. Ich habe jetzt ja beide mit euch quasi gespielt. Und ihr hattet jetzt über ein separates aufgenommenes Video die Gelegenheit, euch ja beide Videos anzugucken, beide Enden anzugucken oder eben auch nicht. Ja. Und das habe ich in der Post eben entsprechend mir so überlegt. Ich finde das eine ganz coole Idee. Ich hoffe, ihr auch. Ja, was soll ich zu Poncho sagen? Es war ein Kickstarter-Projekt, das ich ja schon, auf das ich euch ja schon aufmerksam gemacht habe, als es eben noch ein Kickstarter-Projekt war. Das heißt, ich habe euch schon, ich glaube im September 2014 oder so dieses Projekt mal vorgestellt und habe gesagt, Mensch, das sieht doch toll aus, das würde ich wohl auch spielen wollen. Ja, und jetzt haben wir es auch gespielt und ich muss sagen, ich bin auch auf gar keinen Fall enttäuscht. Es ist, man merkt, das ist ein kleines Indie-Spiel. Es ist ein kurzes Spiel, es ist nicht besonders lang. Also die Spieldauer haben wir jetzt, weiß ich nicht, was haben wir jetzt insgesamt zusammen? 15 Folgen oder so? Oh, oh. Ja, ich denke, sowas wie im Bereich 15 Folgen haben wir jetzt zusammen aufgenommen. Und ja, das ist jetzt nicht viel, sag ich mal, ne? Aber hat mich jetzt auch nicht gestört. Also die Spieldauer fand ich angenehm. Was ich auch spannend und angenehm fand, war, dass das Spiel herausfordernd war, obwohl es nicht einen einzigen zu besiegenden Gegner im Spiel gibt. Das ganze Spiel läuft ja nur über diese Shift-Mechanik mit nach vorne und nach hinten shiften ab. Und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, faszinierend. Das machen ja fast keine anderen Spiele so. Das ist, also ich kenne keinen Jump'n'Run oder kaum einen Jump'n'Run, in dem es quasi keine Gegner gibt. Ich überlege gerade, ob Thomas Was Alone Gegner hatte und muss feststellen, ja, Thomas Was Alone hatte Gegner. Allerdings, ich glaube, keine, die man aktiv besiegt hat, oder? Ist auch egal. Jedenfalls gibt es nicht viele Jump'n'Runs, die einem die Möglichkeit geben, sozusagen das Spiel durchzuspielen, ohne irgendeinen Gegner zu besiegen, so. Und das finde ich toll. Und das Spiel ist in seiner ganzen Art rund und fühlt sich genau richtig an. Also es ist nicht, dass da irgendwas wie soll ich das sagen? Dass da sich irgendwas so anfühlt, als wäre es falsch. Als wäre es, oh, hier ist noch ein Roboter, guck mal. Das Spiel fühlt sich einfach wirklich schön und gut an. Wie so ein richtig schöner, kleiner Film, so ein Familienfilm ist es halt eben auch, weil es so nett und niedlich ist. Und ja, das ist genau richtig. Die Jump'n'Run-Challenges werden nach und nach etwas schwieriger. Die Wasserwelt war doof, aber das, ja gut, das ist halt eine Wasserwelt, die sind immer doof. Dafür war die letzte Stage richtig genial. Also der rote Turm hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich mag man vielleicht nicht raushören, wenn ich Spaß habe an sowas. Ich war zwischendurch ja auch ein bisschen gefrustet. Also nicht gefrustet im Sinne von, kein Bock mehr, aber man hat schon gemerkt, dass es, ich denke, man hat, wenn man mich kennt und meine Let's Plays verfolgt, dann hat man schon irgendwie gemerkt, dass, ich da zwischendurch so etwas grrr gemacht habe. Aber das ist ja nicht schlimm, das fand ich gut. Das war eine spannende und gute Herausforderung. Und ich merke gerade, ich sollte auch gar nicht so mega viel um den Reißen Brei rumreden, weil ihr ja jetzt quasi schon vorweg fast eine 15-Minuten-Folge geguckt habt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand Poncho toll, so wie es war. Es war sicherlich kein AAA-Titel, wo man sagen muss, oh, hier, den muss man bis ans Ende seiner Tage auf jeden Fall 10-mal durchgespielt haben. So. Aber es war ein schönes, nettes Spiel, was man sich für den Preis, ich würde so sagen, so bis 10 Euro kann man da wohl schon für bezahlen. Kaufen könnte und ja. Ich will nochmal irgendwie auf dieses Gebilde da drauf. Geht das irgendwie? Ja, und da macht man nichts falsch. Ich bin mit Poncho sehr, sehr zufrieden. Was mich überrascht hat, war das Ende. Das hat mich wirklich überrascht, weil dieses ganze Spiel eben so niedlich und familienfreundlich über daherkommt. Es gibt keine zu tötenden Gegner. Es ist ein einfaches, strukturiertes Jump'n'Run mit ein paar netten
Puzzleinlagen und dann ist es auch alles so süß und knuffig hier mit diesen kleinen springenden Fröschen und diesen etwas verwirrten, süßen Robotern, die nicht wissen, was sie tun sollen, weil die Menschen auf einmal alle weg sind und so. Ich war hin und weg. Ich finde das Spiel toll und ich bin begeistert und ich habe es sehr, sehr gerne mit euch Let's Play. Das Ende, wie gesagt, hat mich mega überrascht. Ich habe nicht mit so einer harten Entscheidung quasi gerechnet, wenn man sich wirklich mit den Spielfiguren identifiziert, ist das eine harte Entscheidung. Und auch die Tatsache, dass ich mich dann entschieden habe sozusagen, was ich als erstes entschieden habe, verrate ich euch vielleicht am besten gar nicht, aber ich habe ja eine Entscheidung ursprünglich gemacht und habe dann quasi, habe das jetzt in dem Video für euch ja zusammengeschnitten, dass ihr das selbst entscheiden könnt, welches Ende ihr sehen wollt. Also auf jeden Fall, ich fand's heftig. Und fand auch beide Enden dramaturgisch passend zum Spiel gut inszeniert. Also alles in allem würde ich Poncho auf einer 100er Skala irgendwo in den oberen 70ern bewerten. Keine Ahnung, so eine 79, vielleicht eine 78. Es gab so das ein oder andere kleine Element, wo ich gesagt habe, das hätte man besser machen können. Die Länge ist vielleicht ein Tickchen zu kurz. Aber das ist so ein bisschen... wie erkläre ich das? Ich kann als erwachsener Mensch, sage ich mal, mir einen richtig coolen, mega geilen Actionfilm reinziehen. Ja, keine Ahnung, hier Expendables oder so. Ne? Bam, bam, ballern, Explosion und Sylvester Stallone und bam und bam und hast du nicht gesehen und alles cool und so. Aber, das ist ja geil, hier habe ich noch was gefunden. Ich kann mir auch einen Pixar-Film im Kino angucken und bin damit auch glücklich. Und wenn... Das ist ja geil. Ich habe den Disco-Keller gefunden. Shiftet die Umgebung irgendwie. Das ist ja cool. Das ist ja mega geil nochmal. Das flasht mich gerade voll. Das ist jetzt ein bisschen doof. Kann ich jetzt nochmal irgendwo spawnen, wo man spawnen kann? Wahrscheinlich werde ich jetzt im Beat der Musik hier immer hin und her gebeamt werden. Das ist natürlich nicht so geil. Schade, dass das hier buggy ist. Das ist so eine tolle Area, Leute. Lasst mich doch irgendwo respawnen. Grummel. Das ist ein doofer Bug. 78 und nicht 79. Doofer Bug. Da will ich nochmal hin in den Partykeller. Wo habe ich den gefunden? Wo war der? Fuck. Ich kann aber auch an einem Pixar-Film Spaß haben. Und entsprechend, das ist genau das, was Poncho auch ist. Poncho ist ein schönes, familienfreundliches Jump'n'Run, das einen durchaus nochmal ein bisschen gritty vor eine schwierige Entscheidung am Ende stellt. Und das hat mich ein bisschen überrascht. War das hier? Nee. Müsste ich für den Partykeller nochmal wieder finden. Und es hat mich, wie gesagt, vor diese schwere Entscheidung gestellt, aber insgesamt finde ich, ist das Spiel toll. Ich war sehr, sehr glücklich mit dem Spiel, habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Da ist der Partykeller. Und deswegen gehen wir nochmal gemeinsam in den Poncho Partykeller. Ist jetzt eine sehr, sehr lange Folge gewesen. Ich sehe gerade auf den Wecker da oben und denke, boah, Alter. Und denke mir nur, meine Güte, dauert das gerade alles lange, aber da müsst ihr durch, hat das Spiel durchaus verdient. Es ist quasi wie ein Nintendo-Spiel sozusagen, ein Super Mario, das einfach auch immer geht. Das ist ja witzig, die Ebene verschiebt sich. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das hier funktioniert, aber... muss ich jetzt mit der Ebene shiften? Shiftet die Ebene? Scheinbar. Das ist ja total geil hier. Ja, und in diesem Disco-Teller.
Boah, Alter, das ist mega verwirrend. Ich kann nicht reden, so verwirrend ist das. Sorry. Ich hätte diesen Disco-Keller nicht nochmal betreten dürfen. Nein, falsch schon geraten. Mann. Ja, ich liebe Poncho. So, ganz einfache Aussage. Ich liebe Poncho. Poncho ist ein tolles Spiel. Jeder, der das nicht verstehen kann, sollte es sich kaufen und mal den letzten Level alleine spielen. Und sich vor allen Dingen diesen Mega-Party-Keller geben. Alter Schwede, ist das eine Mindfuck-Geschichte hier. Jetzt muss ich da ja die... Jetzt will ich aber mit euch das Ende des Partykellers noch sehen, oder? Ist dann die Überlänge-Folge schlechthin? Oh, fuck. Jetzt hatte ich es beinahe noch. Aber dann komm, das machen wir jetzt noch, oder? Habt ihr, glaube ich, genauso Bock drauf wie ich. Hoffe ich. Och man, das war so ein schönes Spiel. Ich mag irgendwie nicht aufhören. Also es ist noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es muss jetzt unbedingt länger sein. Das halb, aber... Falsche Richtung. Kommt bei diesen Dingern auch mega aus dem Takt. Weil man gerade nicht weiß, ob man springen kann oder nicht. Also es werden die drei Ebenen werden immer wieder zusammengesetzt zu einer Ebene. Ja, wir haben es geschafft. Das Timing muss mir alle erklären. Ah, so. Der Partykeller ist mega geil. Nee. Wo kommen die denn her? Da gibt's auf jeden Fall den Schlüssel und den letzten Roboter. Wie komme ich da ran? Ach so. Voll geil. Ja, ja, ich fühle mich viel besser. Mhm. Mach das mal. Ja. Ah. Ach, das führt mich nur wieder raus, der rote Schalter, alles klar. So, Poncho, komm doch mal hier in den Vordergrund. Wir wollen doch gemeinsam vernünftig den Leuten Tschüss sagen, oder? Wollen wir nochmal zwischen dieses Ding? Ja. Doch, doch, das gefällt mir. Ja, liebe Leute, das war's dann aber jetzt endgültig mit Poncho. Mega Überlängenfolge, aber für euch und weil das Spiel es echt verdient hat. Ja, ich mag das Spiel, ich habe es wirklich genossen. Es ist eine schöne Erfahrung und es ist... Weil es so eine schöne Erfahrung ist, auch mal etwas Erfrischendes, denn es kommt einfach ohne so viele Elemente aus, die viele Videospiele heute brauchen, irgendwie um zu funktionieren, und das macht es besonders. Und deswegen doch die 79 und nicht die 78. Und ich würde sagen, ich freue mich, euch bei einem neuen Projekt wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich sag ciao, ciao. Und im Falle von Poncho sage ich auch, ich bin raus.